Herr Rams, lassen Sie uns zunächst auf die aktuellen Ereignisse schauen, die es über Weihnachten gab. Wir haben gerade das Video schon gezeigt. Die ukrainische Luftwaffe hat ein russisches Landungsschiff zerstört. Russland bestätigte lediglich den Angriff. Die Ukraine hat das Manöver als großen Coup bezeichnet. Wie lautet Ihre Einschätzung? Wie groß war dieser Coup? Also wenn es den Ukrainern, und das ist ja nicht das erste Mal, immer wieder gelingt, russische Schiffe in den Häfen auf der Krim anzugreifen und auch zu zerstören. Und ich erinnere dabei auch an die Moskwa, die ja vor gut anderthalb Jahren durch die Ukraine versenkt worden ist. Dann ist das schon ein Erfolg. Und wir müssen das daran messen, dass Russland sich zu großen Teilen mit seiner Flotte aus dem westlichen Teil des Schwarzen Meeres zurückgezogen hat. Mit der Zerstörung eines Landungsschiffes geht zwei Fähigkeiten verloren. A, militärische Güter entsprechend zu transportieren oder auch irgendwo Seelandungen durchzuführen, was die Russen ja offensichtlich zu Anfang des Krieges in der Nähe von Odessa mal vorgehabt haben. Das hat sich damit dann endgültig zerschlagen. Wir wollen auf das endende Kriegsjahr heute zurückblicken, Herr Rams. Und seit dem Herbst kann man sagen, vor allem im Fokus, auch als Zentrum des Krieges, kann man sagen, die Ost- und Südukraine, vor allem die Stadt Awdijiwka, seit dem Herbst hart umkämpft. Vor ein paar Tagen gab es dann die Meldung, dass die ukrainischen Streitkräfte die zerstörte Kleinstadt Mariinka aufgegeben haben. Wie prekär schätzen Sie aktuell die Lage in der Ostukraine ein? Also in der Ostukraine sieht das so aus, dass die Russen, ich sag mal, über das ganze zurückliegende Jahr immer wieder Verstärkung dorthin gebracht haben. Zeitweilig hier und auch in anderen Bereichen der Ukraine sogenannte Elitetruppen, beispielsweise Luftlandetruppen und dergleichen. Die Russen haben mit diesen Truppen den Erfolg, den man sich erhofft hatte, nämlich zumindest die Oblasten Luhansk und Donetsk komplett in die Hände zu bekommen, bisher nicht durchsetzen können, sondern die Ukrainer haben auch bei Awdijiwka sehr nachhaltig verteidigt. Sie achten darauf, dass die Verluste nicht so hoch sind. Und es gibt die ein oder andere Information darüber, dass, ich sage mal, ukrainische Soldaten in Zug- und Kompaniestärke sich gegen Bataillone und Regimenter zur Wehr gesetzt haben. Das zeigt so ein bisschen die Situation. Trotzdem glaube ich, dass der ukrainische Generalstab richtig entscheidet, wenn er dann bestimmte Ortschaften aufgibt, bevor die eigenen Verluste zu groß werden. So ein bisschen prägend für die erste Jahreshälfte war ja die ukrainische Gegenoffensive. Lange wurde spekuliert, dann irgendwann fand sie statt. Es ging langsamer für die ukrainischen Truppen voran als gedacht. Warum ist die ukrainische Großoffensive, die es dann so im Frühjahr, Sommer gab, nicht so stark angekommen, wie man sich das erhofft oder gedacht hatte? Ich glaube, dass das zwei Gründe hat. Der eine Grund ist der, dass die Russen in diesen Bereichen sehr intensiv Stellungen in mehreren Linien ausgebaut haben und dass es in diesen Bereichen sehr große Minenfelder gegeben hat, mit denen die Ukraine offensichtlich nicht gerechnet hat und wo es ausgesprochen schwierig gewesen ist, diese Minenfelder zu durchdringen, um auf die zweite oder dritte Stellungsreihe der russischen Kräfte angreifen zu können. Ich sag mal, der Durchbruch, den man sich möglicherweise erhofft hat, ist nirgendwo passiert. Von daher ist das dann irgendwann in vielen Bereichen zu Stellungskriegen übergegangen, die von der Ukraine durchaus geschickt geführt worden sind, die aber die erwarteten Erfolge nicht gebracht haben. Vielleicht war auch der Begriff Großoffensive etwas zu positiv angelegt und von der Erwartungshaltung der westlichen Seite inklusive westlicher Militärs vielleicht etwas zu hoch angesetzt worden. Es gibt weitere Gründe dafür. Die Ukraine hat ja keine eigene Waffenproduktion, auch wenn sie jetzt Rüstungsfirmen aufbaut, um selber Waffen in bestimmten Bereichen, bestimmten Systemen zu produzieren, heißt das immer noch nicht, dass diese Waffen sofort verfügbar sind. Das ist der eine Teil dabei. Und der zweite Teil, den wir immer wieder in Erinnerung rufen müssen, ist die Tatsache, die Ukraine ist in all diesen Fragen der militärischen Hilfe vom Westen abhängig. Das fängt mit der Munition an, wo, wie wir ja alle wissen, die Europäische Union 1 Million Schuss bis zum Ende dieses Jahres zugesagt hatte und wo wir jetzt irgendwo zwischen 300.000 und 400.000 liegen, mit der Lieferung und die Lieferung von, ich sage mal, rund 600.000 Schuss noch in den letzten 3 Tagen dieses Jahres dürfte ausgesprochen unwahrscheinlich sein. Das heißt, man muss da aufpassen, was man verspricht und was man hinterherhalten kann. Und man sollte auch dann auch in der westlichen Hemisphäre bei der Bevölkerung oder bei den Militärs mit solchen Versprechungen keine falschen Erwartungen wecken. Das ist ein Problem. Die Ukraine, ich hätte das gerne gesehen, wenn sie mehr Erfolge gehabt hätten und beispielsweise im Süden Richtung Melitopol hätte durchstoßen können. Es ist ihr verwehrt geblieben. Das heißt, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, die Aggression Russlands und die Verteidigung der Ukraine geht in ein weiteres Jahr.
Wir bekommen erste Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer rein, Herr Rams. Ich stelle gerne, leite das gerne an Sie weiter. Ein Zuschauer fragt, was bringen denn solche offensive Nadelstiche, wie das jetzt jüngst über Weihnachten der Fall war mit dem Landungsschiff der Ukraine, ohne wirkliche Großoffensive? Also ich glaube, man kann wirklich sagen, dass jeder auch noch so kleine Erfolg eine Rolle spielt mit Blick auf die Moral der ukrainischen Soldaten und der ukrainischen Bevölkerung. Und dass jeder Nadelstich, den die Ukraine den Russen versetzt, den Russen auch wehtut. Das gilt sowohl für Seestreitkräfte als auch für Luftstreitkräfte. Es gibt ja hier die Informationen, dass drei relativ moderne Jagdbomber der Russen in den letzten Tagen von der Ukraine abgeschossen worden sind. Das sind Kleinigkeiten auf den Blick, aber diese Verluste summieren sich im Laufe der Zeit auf. Und durch diese Aufsummierung verliert dann möglicherweise Russland in bestimmten Bereichen, ich sprach gerade von dem westlichen Schwarzen Meer, bestimmte Fähigkeiten, um diesen Krieg erfolgreich weiterführen zu können. Es wäre gut gewesen, wenn es der Ukraine mit einer Offensive gelungen wäre, beispielsweise über Melitopol bis zum Asowschen Meer vorzustoßen, um auf diese Art und Weise die Krim abzuschneiden. Denn das ist ein Ereignis, was möglicherweise auf vielen kleinen Ereignissen beruht, dann aber auch eine entsprechende Wirkung erreicht. Und um diese Wirkung muss es gehen, beispielsweise auch um den Präsidenten Putin vielleicht dann doch nochmal davon zu überzeugen, dass Verhandlungen vielleicht nicht so schlecht werden. Wir wollen ja heute gleichzeitig auch vorausschauen auf das neue Jahr 2024. Was glauben Sie, wird es nochmal eine neue Großoffensive der Ukraine alsbald geben? Und falls ja, wann wäre da ein günstiger Zeitpunkt? Also Herr Bürgermeister, ich habe nach wie vor keine Glaskugel. Von daher mit aller Vorsicht und ohne zu spekulieren, ich gehe davon aus, dass die Ukraine neue Verbände aufstellen wird oder die vorhandenen Verbände entsprechend auffrischen wird. Diese Verbände müssen entsprechend ausgebildet werden. Dabei unterstützen wir ja, die Bundeswehr bildet bis zum Ende dieses Jahres 10.000 ukrainische Soldaten aus. Das ist auch eine Zahl, die gehalten wird. Die Ukraine braucht des Weiteren entsprechende Waffensysteme. Sie braucht die Waffensysteme, Stichwort Luftüberlegenheit der Russen, insbesondere im Bereich der Flugabwehr und der Luftverteidigung. Dort sind neue Waffensysteme angekündigt. Und ich hoffe, dass diese Waffensysteme möglichst schnell kommen, damit die Luftüberlegenheit der Russen entsprechend abgebaut und gemindert werden kann und die Ukraine auch in diesem Bereich entsprechend eigene Aktionen ergreifen kann. Und ein ganz wichtiger Punkt ist der Westen muss liefern. Ob das jetzt künftig die F-16-Flugzeuge sind, die möglicherweise mit ersten Teilen im ersten Quartal ausgeliefert werden, die Pilotenausbildung findet statt, oder ob das Kampfpanzer und Schützenpanzer und Artilleriesysteme und vor allen Dingen auch Munition ist. Ich sprach die Munition ja gerade schon mal an. Es ist ungeheuer wichtig, dass die Ukraine über die entsprechende Munition verfügt. Denn wir können immer noch davon ausgehen, dass die Russen beispielsweise bei Artilleriefeuer etwa die, ich sage mal, achtfache bis zehnfache Menge an Munition pro Tag verfeuert, die die Ukraine einfach nicht hat, um darauf entsprechend adäquat antworten zu können. Waffen, Munition, Material ist das eine, das haben Sie gerade angesprochen. Da wollen wir auch gleich noch einmal konkreter drauf schauen, was das neue Jahr da bringen könnte für die Ukraine. Mannstärke ist allerdings das andere. Unser Zuschauer Alex fragt, hat die Ukraine überhaupt genug Männer, um noch zu gewinnen? Also diese Frage würde ich eindeutig mit Ja beantworten. Die Ukraine hat deutlich weniger Verluste als die russische Seite. Das ist eine Feststellung, die kann man aus verschiedensten Nachrichtenquellen kann man die belegen. Zweite Aussage, die Ukraine verfügt aufgrund ihrer Einwohnerzahlen über hinreichend Männer, aber trotzdem müssen einem natürlich die Aktivitäten, die jetzt zum Teil begangen werden, nämlich dass man das Wehrpflichtigenalter auf dem Bereich, ich sag mal, von 18 bis 60 Jahren ausdehnt oder 25 bis 60 Jahren ausdehnt, das bedeutet schon, dass mehr Soldaten gezogen werden können. Dazu kommt die Maßnahme, dass alle in dieser Altersgruppe sich bei den entsprechenden Behörden registrieren lassen müssen, um praktisch erfasst zu werden, damit die Ukraine selber weiß, auf wen und auf wie viele Soldaten sie zurückgreifen kann. Das ist ein wichtiger Schritt, der der Ukraine dann möglicherweise auch weitere Kapazitäten schafft. Von daher, ich würde noch nicht von Personalnot reden, aber richtig ist, dass Personal ein kritischer Faktor ist, der entsprechend von der Ukraine behandelt und gehandelt werden muss, um die entsprechende Anzahl von Soldaten zur Verfügung zu haben, um gegen die ständigen Verstärkungen der russischen Seite entsprechend erfolgreich kämpfen zu können.